So, mein lieber Krebs, wir schauen in die Karten, was uns die Karten, was euch die Karten, die Energien für den Monat Februar 2022 mitgeben möchten. So. Oh, ich mach's nochmal. Okay. Dann brauchen wir hier noch Klärungskarten dazu. Da möchte ich jetzt keine drauflegen. Okay, also, mein lieber Krebs, was ich dir sagen kann für den Monat Februar, haben wir hier, für den einen oder anderen scheint hier auch Rückzug von deinem Gegenüber gewesen zu sein, ist aber hier, kommt wieder auf dich zu. Also hier wird der Rückzug auch wieder, ja, losgelassen. Also hier ist was zu deinem Glück. Wir haben eine Treue. Also die Erfüllung von den Sehnsüchten wirst du hier auf jeden Fall haben, was die Liebe betrifft. Und hier die Beziehung bei dem, wenn jemand in einer Beziehung ist, ne, haben wir hier, was in der Beziehung gekrankt hat, wird hier im Februar das große Glück. Also hier ist wirklich die Fülle, also diese Sicherheit da, die absolute Sicherheit. Wir haben hier die Treue, diese verbindlich große Liebe, diese Erfüllung aller Sehnsüchte, die Zufriedenheit ist hier voller Glück und die ist bei dir, ne? Hier, du machst dir sehr viele Gedanken und das wird definitiv hier so sein. Also es schaut sehr, sehr gut aus. Und auf das große Glück möchte ich hier, da ziehe ich dann keine Karten mehr drauf. Deswegen bleibt jetzt hier genauso, weil das passt hier perfekt dazu. Dann, was ich hier noch habe, hier geht es um Nachrichten. Du wirst hier auch was erfahren. Tante, Schwester, Cousine, Eltern, also alles, was im familiären Bereich ist, hier wird es eine Veränderung geben. Und ich habe hier ein bisschen die Unsicherheit auch bei dir liegen. Also hier, was deinen familiären Bereich hier auch betrifft, scheint das so für mich, auch die Freunde, Entschuldigung, diese Unsicherheit bei dir. Du hast ja auch ein kleines bisschen Angst, was das Ganze betrifft, was diese Freude, diese Freundschaften auch, Freundschaft hier auch zu, also wirklich rein freundschaftlich, ne, dass hier irgendwas ist, als ob du was erfährst, was ein bisschen auch mit Unehrlichkeit hier zu tun hat und das nagt ziemlich stark an dir, ne, weil hier scheint es für mich eine Veränderung für dich zu geben. Misstrauen habe ich ja auch bei dir liegen, was den Beruf betrifft, ne? Hier ist irgendwie vielleicht ein Arbeitsvertrag, ein Vertrag, der nicht zustande gekommen ist. Vielleicht hast du eine Absage bekommen im Beruflichen, dass du dich beworben hast. Also hier ist ein bisschen eine ziemlich dunkle Wolke so ein bisschen damit bei dir, weil wir ja auch die Unsicherheit, Schwierigkeiten hier auch liegen haben, was den Beruf jetzt hiermit betrifft. Wie gesagt, hier geht es, es ist definitiv die Arbeit, es kann aber auch eine Weiterbildung sein, eine Umschulung, also so in diesem Bereich. Hier auch, was da die Aktivitäten betrifft, also da ist, sei da auch ein bisschen vorsichtig, was du hörst, ne? Auch von Aktivitäten von draußen, wenn es auch vielleicht von der Behörde ist oder so, von deinem Arbeitgeber. Habe ich ein bisschen das, dein Misstrauen ist hier sehr gut, was du da hast, ne? Und dass du auch deine Unsicher, dass du unsicher bist, dann bevor du irgendwas antwortest oder darauf reagierst, schaust dir nochmal genau an, ne? Und warte jetzt einfach nochmal, schlaf paar Mal drüber und auf jeden Fall ein bisschen Vorsicht hier auch geboten, ne? Keine zu schnellen Reaktionen hier, weil hier geht es nämlich auch um Veränderungen. Vielleicht sollst du irgendwie in Kurzarbeit gehen oder ja, irgendwas, aber wie gesagt, da im Bereich ist deutlich für mich im Februar, dass du hier ein bisschen
Ja, Schwierigkeiten, die werden sich aber bereinigen lassen, die Schwierigkeiten, ne? Also so sieht es auf jeden Fall aus. Und die Schwierigkeiten wird dann auch wieder für deinen Erfolg auch sein. Und aber im Allgemeinen so gesehen ist da so die Erfolgswelle, was den Beruf, die Arbeit jetzt hier so betrifft, nicht ganz so präsent. Also da wird ein bisschen, es wird schwer. Also da wird ein bisschen die Schwere hier auch sein. Also die Welle, die ja eigentlich recht schnell geht, wird hier ein bisschen gehemmter voranschreiten, sage ich jetzt mal so. So, wie gesagt, aber was hier die Liebe betrifft, schaut da sehr, sehr gut für dich aus. Und für mich sieht es auch so aus, dass du jemanden kennenlernst. Jemand aus der Vergangenheit wird hier auch ein bisschen wieder mal in dein Erscheinungsbild treten. Aber du weißt ganz genau, was zu tun ist. Und du bist dir deiner Liebe, die du jetzt hast, ne? Absolut sicher. Hier ist dein großes Glück, das weißt du, das spürst du und da gibt es kein Rütteln daran. Also du weißt, ja, du legst das alles ab, das Vergangene. Also hier hat kein anderer von außen hier eine Chance, weil du weißt, wo dein Herz hingehört, ne? Mein lieber Krebs. So, dann bitten wir jetzt noch die Engel um eine Botschaft für dich für den Monat Februar. Bitte eine Karte, ihr lieben Engel. So. Wir haben der Engel der Ehrlichkeit. Dein Engel rät dir, offen und ehrlich zu dir und deinen Mitmenschen zu sein. Wer aufrichtig ist, strahlt Integrität aus und zeigt, dass man nichts zu verbergen hat. So werden andere deine Art zu schätzen wissen und auch offen und ehrlich auf dich zugehen. Also eine wunderschöne Aussage hier. Haben wir es zum Beispiel auch hier mit der Unehrlichkeit, die ich euch gesagt habe. Und hier wird irgendwas hier ins Tageslicht kommen. Irgendwas wirst du hier erfahren. Und da heißt es auch, sei ehrlich zu dir selbst und male es dir nicht schön, ne? Und gib auch eine ehrliche Reaktion hier mit drauf. Gut? Alles klar, mein lieber Krebs. Dann wünsche ich dir alles, alles Liebe, einen wunderschönen Monat Februar. Ich danke dir fürs Zusehen und bis bald. Tschüss.